Guten Tag zusammen, herzlich willkommen zum heutigen Pressegespräch der AfD-Bundestagsfraktion. Es ist momentan sehr viel los, Presseberichterstattung, aber leider nicht über das Wesentliche, und zwar, dass die Bundesrepublik Deutschland durch eine nie dagewesene Phase der Deindustrialisierung durchläuft. Neueren Umfragen zufolge sehen nur 8% der Bevölkerung Deutschland auf einem guten Weg. Nur 8%. Das heißt, 92% sehen Deutschland auf keinem guten Weg. Und das ist eine Vertrauenskrise in die Institutionen des Staates, die wir bisher noch nie gesehen haben. Der Mittelstand schmilzt ab. Die deutsche Industrie wandert aus. Laut Umfrage des BDI planen 67% der Unternehmen die Verlagerung ins Ausland. Unternehmen gehen in die Insolvenz, die es nicht rechtzeitig ins Ausland schaffen. Und das Ganze ist natürlich ein Gebilde, ein Kranz aus negativen Standortfaktoren. Und diese Standortfaktoren, die hart in den negativen Bereich hineingedreht sind, setzen sich zusammen wie folgt: aus viel zu hohen Energiepreisen. Deutschland hat weltweit die höchsten Energiepreise. Das heißt, das trifft vor allen Dingen die deutsche Industrie, Schlüsselindustrie, Maschinenbau, Automobilbranche, die ebenfalls stark ins Ausland verlagern. Das hat zur Folge, dass Deutschland nicht wettbewerbsfähig ist, und dementsprechend wurde auch die Konjunkturprognose des IWF erneut gesenkt. Deutschland ist laut Wachstumszahlen das Schlusslicht von allen Industrienationen. Wir haben nominal Nullwachstum. Die Leute können ja teilweise gar nicht zwischen nominal und real unterscheiden, aber real haben wir Negativwachstum und sind absolutes Schlusslicht. Dann haben wir einen weiteren negativen Standortfaktor, die viel zu hohen Steuern und Abgaben. Und insgesamt die Vertrauenskrise in die Institution, in den Staat. Und wenn Sie kein Vertrauen haben in die Rahmenbedingungen einer Volkswirtschaft, dann wird auch nicht investiert. Und auch das sehen wir, die Auslandsdirektinvestitionen sind auch hart zurückgegangen in den letzten 2 Jahren und bewegen sich im dreistelligen Milliardenbereich im Abfluss. Und das sind natürlich dramatische Zahlen für eine Industrienation in Deutschland. Und dementsprechend fordern wir als AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag endlich eine wettbewerbsfähige Ordnungspolitik, und zwar runter mit den Steuern und Abgaben. Weg mit dem EEG, mit der Energiewende. Diese Energie- und Transformationswende führt eben dazu, dass wir nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Wir müssen zurück in grundlastfähige Energieträger wie die Atomkraft beispielsweise. Und wir brauchen auch, um es ganz klar zu sagen, günstiges, sicheres Gas aus Russland, Stichwort Nord Stream 2. Da muss man eben wissen, dass das russische Gas die Ausfälle der Energiewende, nämlich wenn kein Wind bläst und nicht die Sonne scheint, die vergangenen Jahre kompensiert hat. Das ist weggefallen, und dementsprechend sehen die Strompreise und auch die Energiebepreisung so aus. Herr Habeck feiert das als Rückgang der CO2-Emissionen. Zur Wahrheit gehört natürlich auch da, wenn man sich das sehr genau anschaut, dass die Produktion in Deutschland zurückgegangen ist, und dementsprechend haben wir einen geringeren CO2-Ausstoß. Ob das erstrebenswert ist, das wagen wir zu bezweifeln, und dementsprechend müssen wir eben zurück zur Diversifizierung des Energieangebotes, um auch attraktiv zu sein und vor allen Dingen die Investitionen in eine vernünftige Bildungspolitik. Auch das ist ein ganz wichtiger Standortfaktor. Unternehmen investieren nicht in Länder, in denen die Leute einfach nicht mehr gut ausgebildet sind. Stichwort PISA. Ich möchte es jetzt dabei belassen und übergebe an Tino Chrupalla.
Ja, und wenn man sich genau mit diesen Zahlen, die Alice Weidel gerade genannt hat, und auch die wirtschaftliche prekäre Situation mal vor Augen führt, dann muss man sich einfach mal anschauen, was auch in den nächsten Wochen, auch im Bundestag, auch bis jetzt die Prioritäten dieser Ampelregierung waren. Das hat mit Wirtschaft nichts zu tun. Wir reden von der Legalisierung von Hanf, wir reden über das Selbstbestimmungsrecht, sein Geschlecht jedes Jahr zu ändern. Wir reden darüber, ob Bundestagsmitglieder der AfD beim FC Bundestag mitspielen können. Das sind die großen, wichtigen Themen der Bundesregierung, die wir aktuell hier im Bundestag verfolgen. Über die Wirtschaft spricht niemand, beziehungsweise auch keine Änderungen, was die Wirtschaftspolitik angeht. Die FDP hat nun einen 12-Punkte-Plan vorgelegt. Natürlich auch deswegen, weil man sich als FDP noch etwas von der Wirtschaftspolitik verspricht, dahingehend, es stehen Europawahlen an, man schmiert in Umfragen immer weiter ab. Man möchte eine Wirtschaftswende jetzt auf dem Parteitag beschließen. Dabei hat genau diese FDP diese wirtschaftsfeindliche Politik die letzten 2,5 Jahre mitbetrieben, mit unterstützt. Sie hat das Bürgergeld in Kraft gesetzt, wovor wir gewarnt haben, auch was die ausufernden Kosten angeht, dieses Bürgergeldes. Und all das hat die FDP auch dahingehend mitgetragen. Ihre angebliche Wirtschaftswende ist nichts anderes als eine durchsichtige Wählertäuschung kurz vor dieser Europawahl. Und mittlerweile, knapp 2,5 Jahre, ist die FDP auch Teil der Ampel und hat bislang genau das Gegenteil von dem auch umgesetzt, was sie selbst im Bundestagswahlkampf 21 versprochen hat. Vom Ausstieg aus der Kernenergie mitten in der Energiekrise über die Erhöhung des Bürgergelds um 25%. Auch hier ist es ja mittlerweile das Lohnabstandsgebot überhaupt nicht mehr eingehalten. Aus vielen Branchen strömen Mitarbeiter, wie zum Beispiel aus der Reinigungsbranche, in das Bürgergeld. Und auch jetzt präsentieren Forderungen der FDP-Führung, die sind nicht tragfähig. Bei der Rente zum Beispiel, die bis 63 ausgesetzt werden, fehlt ein sozialpolitisches Konzept und eine solide Finanzierung. Wir als AfD-Fraktion fordern mehr Freiheit und Selbstbestimmung beim Renteneintritt. Und da gilt, 45 Arbeitsjahre sind genug. Und wer diese zusammen hat, sollte auch Abschläge und ohne Abschläge in die Rente gehen. Das kann und muss aber nicht mit 63 sein. Insofern gibt es da nichts abzuschaffen, wie es die FDP hier beziffert, sondern es steht fest, länger als 67 Jahre sollte niemand arbeiten müssen in diesem Land und bis zum 67. Lebensjahr. Dass das Bürgergeld ein Fehlschlag geworden ist, vor dem haben wir von Anfang an, wie gesagt, gewarnt. Auch hier haben wir unsere Vorschläge gemacht. Es war auch ein riesiger Fehler, dass man die ukrainischen Flüchtlinge mit aufgenommen hat in dieses Bürgergeld. Auch das mittlerweile von CDU und CSU erkannt. Auch dafür wurden wir von allen Parteien, die im Bundestag vertreten sind, gescholten. Was wir hier aktuell an Energiepolitik und auch an Wirtschaftspolitik sehen, auch von der FDP, ist, wie gesagt, ein Täuschungsmanöver, dem die Wähler und die Bürger nicht aufsitzen werden und auch klar erkennen werden, dass mit dieser FDP keine Wirtschafts- und Sozialpolitik mehr stattfinden wird. Und auch zur nächsten Bundestagswahl ist diese Partei verzichtbar für dieses Parlament. Vielen Dank. Hier, Herr Grupalla, wir sind zwar hier im Parlament, aber Sie sind ja beide auch Parteivorsitzende. Ich würde gerne mal wissen, welchen Schaden Sie aus der ableiten für die Partei oder sehen für die Partei dadurch, dass ein Mitarbeiter von im Europaspitzenkandidat Kraa festgenommen wurde, wegen des Verdachts der Spionage für China. Nun ist ja Kraa für seine China-Verbindungen auch bekannt und in der Partei nicht ganz unumstritten. Sagen Sie uns doch bitte mal, welche Auswirkungen hat das auf die Spitzenkandidatur? Wird Kraa am Samstag in Donaueschingen auftreten, mit Sicherheit? Und was ist das Ergebnis jetzt Ihrer Gespräche heute Morgen mit ihm, was eben jetzt die nächsten Schritte sein könnten? Ich hätte dich angesprochen, aber ich kann auch gerne antworten. Ich kann auch gerne beginnen. Also Herr Kraa ist auf dem Weg nach Berlin. Wir werden uns heute Abend oder spätestens morgen früh mit ihm zusammensetzen und auch im persönlichen Kontakt genau diese Dinge besprechen, die Sie jetzt hier gerade angesprochen haben. Wir sehen es als absolut beunruhigend an, wenn natürlich ein Mitarbeiter hier festgenommen wurde. Der Generalbundesanwalt ermittelt, beziehungsweise hat aber auch dazu noch keine Stellung bezogen. Auch das gilt es erstmal abzuwarten. Wie gesagt, nichtsdestotrotz, Herr Kraa ist auf dem Weg nach Berlin und wir werden mit ihm gemeinsam weitere Schritte beraten und auch besprechen. Und dann wird es auch spätestens morgen früh dazu von uns eine Stellungnahme geben. Juli Kurz von der ARD, noch einmal die Nachfrage. Ist Maximilian Kraa noch der richtige Spitzenkandidat für die AfD für die Europawahl? Herr
Propalla hat ja gerade darauf geantwortet, dass wir die Fälle sehr ernst nehmen und dass Herr Krah sich auf dem Weg nach Berlin befindet zu einem persönlichen Gespräch, in dem wir diese Dinge besprechen werden, intern. Und morgen bekommen Sie allerspätestens dann die Kommunikation. Noch mal eine Nachfrage. Es gab ja dann doch eine Reihe von Fällen, wo eben Abgeordnete mit China oder eben Russland irgendwie in Verbindung gebracht wurden. Werden Sie auch mal als Fraktionsvorsitzende dann eben auf Ihre Abgeordneten einwirken, da auch mal jetzt Vorsicht walten zu lassen? Ja, letztendlich, wenn sich solche Fälle häufen, wirft das ja dann doch ein schlechtes Licht auf die Partei und irgendwann ist vielleicht auch mal das Maß voll. Ja, wir müssen jetzt mal konkretisieren, von welchen Personen Sie sprechen. Ich möchte jetzt hier auch nicht alles in einen Topf werfen. Kontakte zu anderen Ländern, das ist jetzt nichts Ungewöhnliches in der Politik. Und dem immer was zu unterstellen, das halte ich ein bisschen schwierig. Na, ich meine zum Beispiel den zweiten Kandidaten für die Europawahl, der eben dem unterstellt wird. Auch diese Fälle muss man unterscheiden. Herr Büstron hat sich auch gestern bei uns im Bundesvorstand dazu erklärt. Und ich kann es gerne nochmal wiederholen. Wir reden von Gerüchten, von Vorwürfen, die erhoben wurden. Herr Büstron ist uns gegenüber dort sehr transparent und offen, welche Schritte er einleitet und wie der aktuelle Sachstand ist. Solange keine Belege und Beweise auf dem Tisch liegen, können wir dementsprechend auch nicht reagieren. Sollte das in der Tat kommen, dann werden wir reagieren.